From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten der Brigham Young Universität. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur zweiten Versammlung der 183. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten der Brigham Young Universität unter der Leitung von Ronald Staley und Rosalind Hall mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Jesus, wenn ich nur denk an dich«. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Russell T. Osgathorpe, Präsident der Sonntagsschule. Der Chor singt im Anschluss »Sprachst du dein Gebet«.